Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich, kleiner Fuchs, habe eine super klasse Idee gehabt. Und zwar, ich möchte ja, das habe ich ja glaube ich schon in einigen Videos erwähnt, an den NYX Face Awards dieses Jahr teilnehmen, wenn die dann endlich mal pronounced werden. Ich bin schon ganz, also, wie sagt das? Aber nicht, bei manchen englischen Wörtern fehlen mir die deutschen, weil ich dauernd Videos auf Englisch gucke. Angekündigt. Wenn die dann endlich angekündigt werden, dann, werde ich sofort mir überlegen, was ich mache. Bin sehr gespannt. Ich hoffe sehr, dass das cool wird. Ich habe da voll Bock drauf, mich da so ein bisschen auszuprobieren und so. Und irgendwie ist es so meine Challenge für dieses Jahr. Neben dem anderen Kram, was ich halt eh so mache, wie arbeiten, eine Ausbildung fabrizieren und so. Und dafür dachte ich, weil ich ja weiß, dass es irgendwann dieses Jahr noch kommt, die NYX Face Awards, vielleicht im Frühling. Ich glaube, das war meistens Frühling. Schätze ich. Also vielleicht demnächst, wir werden sehen. Ich mache mir einen Facecast. Also für die Leute, die gar keine Ahnung, was das ist, quasi ein Gipsklon von meinem Gesicht. Jo, dann habe ich mir meine Lou eingeladen, also meine beste Freundin, und so, hey, hast du Lust, meinen Kopf in Gips einzupacken? Ich so, ja klar, kein Problem. Wir haben uns 3 Tutorials angeguckt und haben losgelegt. Ja, so macht man das in der heutigen Zeit. 3 YouTube-Videos geguckt und auf jeden Fall bin ich der Master Pro im Facecast geschalten. Ich würde sagen, ganz viel Spaß bei dem Video und am Ende seht ihr dann, ob die ganze Geschichte was geworden ist oder nicht. Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder mit Frau Lou. Und da treffen wir gerade aktuelle Vorbereitungen. Ich habe mich abgeschminkt, meine Piercings rausgenommen. Es ist so weird, es ist richtig weird. Es fühlt sich ganz eklig an, so wie wenn man seine Zahnspange los wird, so dass da irgendwas fehlt. Ganz eklig. Jetzt müssen wir gleich noch irgendwie mich bis hier irgendwie abkleben, weil ich Angst habe, dass mir das irgendwie hier runterläuft auf mein Tattoo. Und wir müssen meine Haare noch wegmachen, meine Augenbrauen und alles, was irgendwie haarig ist im Gesicht. Ich glaube, ich werde einfach mein ganzes Gesicht einvaselinen. Und irgendwie will ich die hier noch abkleben ein bisschen, damit da nichts hängen bleibt, weil ich da ein bisschen Paras habe, dass da irgendwie ich mir mein Piercing rausreiße. Lou wird schon mal in der Zeit ein paar Gipsbinden zurechtschneiden. Das ist die wesentlich einfachere Aufgabe. Ja, es wird gleich nämlich ziemlich lustig. Lou hat den lustigen Teil heute. Ich muss hoffen, dass alles gut läuft und mich nicht meine Haare und mein ganzes Ich mit eingipse, aber es wird super. Hoffentlich. Wir haben 3 Tutorials geguckt, also sind wir perfekt informiert. Also sind es richtig, kann überhaupt nichts verschieben. Es kann nicht schief gehen. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Nummer. Eben. Also, wir sehen uns wieder, wenn ich vorbereitet bin. Und dann bin ich, ich sag's euch, ich kann es euch noch versprechen, es wird sexy. Leute, seht ihr? Ich sag doch, sexy. Andere Wörter gibt's dafür nicht. Also, es ist minimal unbequem, weil es auch am Hals ein bisschen, drückt. Genau wie an den Ohren. Ich versuche mal euch das zu zeigen, hinten versucht, die Tüte so mit drauf zu kleben, dass meine Haare da nicht sind. Den Pferdeschwanz werden wir gleich noch ins T-Shirt stecken, dass da auch nichts auf die Haare kommt. Dann meine Augenbrauen muss ich noch einvaselinen. Meine Nase habe ich abgeklebt mit Pflasterstückchen. Und ja, ich glaube, meine Haut lasse ich, weil ich habe mich eben abgeschminkt mit so einem ölhaltigen Zeug. Und es ist immer noch so leicht schmierig. Ich glaube, das müsste gehen. Und wir haben hier unten schon mal rumgesaut. Und Lou hat ganz viel Gipsbinden vorgeschnitten, also 2 so eine dicken Rollen mit, ich glaube, es sind 10 Meter oder so. Schauen wir mal, ob das reicht. Ja. Nee, 3 Meter. Mhm. Also haben wir jetzt 6 Meter. Mhm. Jo. Oh, Mathe. Sie hat Abitur. Ja, okay, 6 Meter. Wir fangen jetzt erstmal an. Mal sehen, was das wird. Erstmal die erste Hälfte vorne und dann später die hintere. Es wird ein Spaß. Freuen Sie sich, Frau Berry? Ich freue mich total. Super. Ich freue mich ungefähr doppelt so doll wie du. Okay, ich freue mich, wenn es fertig ist, ganz doll. Ja. Und los! Und los!
So, meine Lieben, das ist mein Kopf, das ist mein Kopf, das ist Lou. Und wir haben jetzt, wie man sehen kann, die zwei Teile, die wir gemacht haben, wieder aufeinander gelegt und verbunden und den ein bisschen antrocknen lassen. Der ist noch leicht feucht, aber ich glaube, das müsste trotzdem funktionieren. Also hoffen wir einfach. Ich nehme jetzt Vaseline, ganz, ganz viel davon, einen dicken Pinsel und streiche das alles da ein. Dann machen wir das in so einem schönen Pappkarton, der sehr groß ist, wo es reinpasst. Schauen, dass der so rumsteht und wir den komplett ausgießen können mit Modelliergips. Ich bin sehr gespannt. Das wird der Wahnsinn. Was ich euch noch erzählen wollte, das Tutorial dazu, nachdem wir das machen, hat die Alicia Marie gefilmt und das gibt es auf ihrem Kanal. Ich verlinke euch das hier oben irgendwo und unten in der Infobox. Nachdem versuchen wir das hier zu machen und bisher läuft es richtig gut. Hallöchen Leute, ich bin nochmal verpackt, weil mein Kopf ist doof geworden. Aber wir machen jetzt nicht nochmal den ganzen Kopf, sondern nur den halben, also nur bis hier. Ich glaube, das reicht auch erstmal als Facecast. Aber irgendwie war der, ich glaube, entweder habe ich zu doll geklopft, weil, ja, das ist jetzt ein Plattschädel. Und ich weiß nicht genau, ob die Form überhaupt noch hinhaut, weil das hier an der Seite auch voll rausgegangen ist. Eigentlich war alles voll perfekt, aber ich glaube, das lag wirklich daran, ich habe das in diese Kiste gemacht und mit dem, wir haben es halt mit diesem Modelliergips, wir haben übrigens für den ganzen Kopf 5 Kilo Modelliergips und Baugips gebraucht, dass der ausgefüllt war. Und ich habe halt, weil ich dachte, dass keine Blasen kommen, habe ich halt diesen Karton so ein bisschen runtergeschmissen, also so geschüttelt quasi so, dass es so gestaucht wird. Und ich glaube, es war ein bisschen zu doll offensichtlich. Deshalb sind wir jetzt hier. Nächster Tag und nochmal das Ganze. Aber wie gesagt, diesmal nur den halben Kopf. Ich glaube, es reicht. Ich habe auch keine Lust mehr. Das ärgert mich voll. Es war so perfekt. Und dann macht man eine Sache falsch und alles ist für die Katz. Naja, gut. Wir haben noch einiges an Modellierbinden und deswegen machen wir das jetzt nochmal. So, wir haben uns jetzt ewig nicht gesehen, seit ich angefangen habe, das Video zu meinem Facecast zu filmen. Wie ich euch mitgeteilt habe, ist da ja einiges schief gegangen und der komplette Kopf ist nichts geworden, weil ich zu viel Druck drauf gegeben habe und die Form sich total verformt hat und keine Ahnung, war nicht so lustig. Dann haben wir halt nochmal einen Abdruck von meinem halben Kopf nur gemacht, also so bis hier ungefähr. Und ich schätze, das wird auch erstmal für meine Zwecke reichen, weil ich glaube nicht, dass ich einen kompletten Facecast von meinem Kopf brauche. Ich glaube, das Gesicht ist erstmal das Wichtigste. Das habe ich dann gut austrocknen lassen, also auch die Form vom Gesicht mit den Gipsbinden und bin dann zu meiner Mom gefahren und die hat halt vernünftige Utensilien, die hat halt auch so einen Sand gehabt und da habe ich dann so eine große Schale gehabt und da war dann so ein, ich glaube es war eigentlich so ein Vogelsand oder so ein ganz spezieller so Sand halt, der ganz ganz fein ist und da haben wir dann ganz vorsichtig, dass es komplett den Rand umschließt, diesen Gipsabdruck reingelegt. Und der war dann halt überall von diesem Sand gepolstert und somit konnte der sich nicht mehr verbiegen. Und dann haben wir ihn halt ausgegossen. Und ich glaube, wir haben 3 Kilo Gips gebraucht oder so. Also das ist jetzt mein Kopf. Sieht man die Ähnlichkeit? Ein bisschen. Und ja, da ist jetzt halt so viel vor meinem Kopf. Und das dann habe ich halt, wie gesagt, ausgegossen, haben wir dann kurz anhärten lassen. Und ich habe vergessen, Vaseline in den Gipsbindenabdruck zu machen. Dann wäre das nämlich noch ein bisschen einfacher rausgegangen. Ja, aber da der Gips ewig gebraucht hat zu trocknen, ich habe einfach einen Modelliergips aus dem Baumarkt gekauft, also um das hier auszugießen, dieses Teil. Und das hat ewig gebraucht, bis es getrocknet ist, also wirklich ewig. Ich habe das dann nach 2 Tagen, habe ich diese Gipsbinden abgepellt und die waren noch total feucht, also gingen die ziemlich gut ab. Und es ist trotzdem nicht kaputt gegangen und alles gut von der Form. Dann waren halt noch, wie man hier erkennen kann, diese weißen Stellen. Könnt ihr die sehen? Ich glaube schon. Überall sind halt noch so ein paar weiße Flecken. Das war halt das Problem, dass teilweise die Gipsbinde so ein bisschen mit dem Gips in Einklang gekommen ist und man das nicht trennen konnte. Deshalb habe ich mir am Anfang halt ein Messer genommen und ganz vorsichtig so drüber geschabt,
immer so, dass halt diese Binden so ein bisschen abgegangen sind, wo dann halt die weißen Flecken waren. Dann habe ich mir noch Schmirgelpapier oder Schleifpapier, wie auch immer ihr das nennen wollt, geholt und habe halt immer an manchen Stellen halt wirklich noch ein bisschen mehr Form reingebracht, als es war. Zum Beispiel bei den Augen hier musste ich ziemlich viel wegschmirgeln, weil es da nicht so ganz genau war, weil man ja nicht direkt ins Auge das reinmachen soll, die Gipsbinden. Und ein bisschen Feinheiten halt noch rausgeholt. Hier bei der Nase habe ich eine kleine Luftblase, aber das ist überhaupt kein Problem. Und dann habe ich es trocknen lassen. Wisst ihr, wie lange es gebraucht hat, bis dieser Gipskopf durchgetrocknet ist? Ich glaube, 1,5 Wochen. Und ich habe ihn an die Heizung gelegt, auf 3 die Heizung aufgeballert und jeden Tag den Kopf gewendet, dass immer eine Seite mehr an der Heizung war. Es hat ewig gedauert. Aber jetzt, nach ungefähr 1,5 Wochen später, ist er dann durchgetrocknet gewesen. Und dann habe ich angefangen, weil ihr seht ja, der glänzt so. Der war ja vorher im Gips. Gips glänzt nicht, so wie hier hinten. Hier hinten ist noch ein bisschen Gips, aber es ist halt rumgelaufen. Ich habe mich im Baumarkt beraten lassen. Die haben gesagt, man sollte das halt mit irgendwas lasieren, was halt wirklich Bestand hat. Weil ganz oft in so Tutorials haben die das einfach mit, ich glaube, Bastelkleber gemacht. Ich habe mir jetzt Acryltiefgrund geholt, so heißt das. Hab davon jetzt viel zu viel, also ihr braucht mega wenig davon, das Zeug ist saugflüssig und man muss es aber 1000-mal überlackieren, weil halt der Gips das aufsaugt und ich habe das jetzt gerade so, dass das glänzt und ich glaube, das reicht jetzt echt, ich glaube, das ist mehr als genug, um dass da kein Latex kleben bleiben kann. Habe ich, lass mich nicht lügen, bestimmt 10 Schichten aufgetragen. Halt immer wieder einen halben Tag trocknen lassen, wieder aufgetragen, halben Tag trocknen lassen, wieder aufgetragen und dann am Ende nochmal so 2-3 Tage komplett durchtrocknen lassen. Und das ist jetzt mein Facecast. Ja, war eine lange, lange Arbeit. Ich habe nicht gedacht, dass es so lange dauert, so viel schief geht bei mir. Und ja, aber ich bin umso glücklicher, dass ich jetzt einen Kopf vor meinem Kopf habe. So, sind wir nicht schön? Ich muss böse gucken, sonst sehen wir nicht gleich aus. Oder? Der Hammer. Ich bin begeistert. Ja, also, wie gesagt, fürs erste Mal haben wir das dann doch irgendwie noch hingekriegt. Ich bin ja, was sowas auch geht, auch ein bisschen stur. Ich will es ja dann auch irgendwie schaffen. Ich gebe es ja nicht auf, wenn es schief geht. Von daher, was sagt ihr zu meinem Kopf? Bisschen creepy, aber praktisch. Weil jetzt kann ich dann demnächst, wenn ich bei den Nyx Face Awards mitmache, auch so Prosthetics und so machen. Also halt so, wie heißt das deutsche Wort dafür? Prothesen? Halt Wunden und Nasen und was weiß ich, komplette Gesichtsmasken aus Latex basteln und Latexpaste und so. Und das kann ich halt dann auf diesem Gesicht modellieren, vernünftig trocknen lassen und dann auf mein Gesicht kleben. Deshalb habe ich diesen Facecast gemacht. Und bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag um 17 Uhr. Bis dahin, passt sehr, sehr gut auf euch auf. Ciao. Achso, Pflaumen hoch nicht vergessen. Habe ich vergessen. Pflaumen hoch. Ein Pflaumen oder 2 Pflaumen? Okay, ich kann nicht 2 Pflaumen drücken. Warte. 1 Pflaumen, 2 Pflaumen hoch. Okay, wir sehen uns nächsten Sonntag. Bye! Mann, bist du schwer, Oschki, ey. Oh. Roller die Wartfee, kannst du Bizeps machen? So 1 und 2 und 3. Oder, nee, Trizeps wird nix. Oder, nein, kein Sport. Nein.